jetzt habe ich hier mein Stichwort gefunden. Ihr wisst ja, wenn ich mal dran bin, dann geht das weiter und weiter. Ja, jetzt wird's interessant. Mein Stichwort vom letzten Video war der Dieb. Da möchte ich also nochmal drauf eingehen. Ja, ich gehe jetzt mal darauf ein, was, glaube ich, noch nicht so ganz durchgedrungen ist, ich aber jetzt im Moment doch nochmal ganz deutlich sagen möchte, weil ja meine Videos oft angeschaut werden und Feedback kommt oder Menschen rufen mich an oder whatever. Was ich hier mal wieder ganz deutlich sagen möchte, ist, dass das Ganze oder egal was für Lebenssituationen wir haben, dass es für uns dient, für uns alle Beteiligten zur persönlichen Entwicklung dient. Wenn du die 41 Videos, wenn Eltern sich nicht einig sind, ganz angeschaut hast, dann könntest du das verstehen, eventuell. Und wenn nicht, kannst du mich ja fragen, wenn du irgendwas nicht verstehst, was ich aufgemalt habe und so. Weil das ist ja auch mein Hintergrund und mein Wissen und meine Arbeit, die ich mache. Ich wende meine eigene Arbeit und mein eigenes Wissen bei mir selbst an. Das, was ich mit anderen Menschen mache, wende ich natürlich immer an mich selbst an. Ich meine, das wäre ja ein Witz, wenn ich anderen irgendwas vom mordsmäßig was erzähle und selber meine Themen gar nicht so anschauen würde, wollen würde, wie immer auch. Das kommt ja nicht wirklich gut, finde ich. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder Mensch, der mit Menschen arbeitet, das tut. Sich selbst reflektieren und spiegeln. Und an dieser Stelle möchte ich das einfach auch nochmal sagen, weil manche Menschen verfangen sich ganz fürchterlich in diese Jugendamtsszene. Und es gibt einfach da sehr große Verstrickungen, die erstmal offensichtlich nicht offensichtlich sind. Ja? Also, manchmal verstehen wir das erstmal nicht. Und diese Situationen kommen aber nicht einfach so in unser Leben. Sondern bedenke mal, dass es einen Sinn macht, dass es so ist, dass auch die Kinder weggeholt wurden und die alle verschiedenen Personen, die beteiligt sind. Und die Frage ist immer, wie agierst du damit? Und wir kriegen ja ganz viele Hinweise und ich weiß nicht, ob du eben schon öfters ein Video von mir gesehen hast. Die sind natürlich auch sehr unterschiedlich und da kannst du auch erkennen, wie stark es in mir selbst arbeitet. Und dass ich ja auch mal eine Zeit lang gar keine Videos mache, weil es geht nicht. Ja? Ich brauche dann die Zeit, um das zu verarbeiten und um mir zeigen zu lassen, was da jetzt eigentlich sich auflösen und was geheilt werden will. Also ich persönlich mache das mit mir. Deswegen macht es mich auch so kirre, dass es meinem Kind nicht mehr zugänglich ist, dass sie das auch machen kann, so wie sie es bei mir gewohnt war. Dieser totale Verschluss und dieses Abwürgen in der Kommunikation ist halt sehr kontraproduktiv und macht die Kinder total hilflos und macht sie zum Opfer. Und wenn sie das länger so haben, dann werden sie sich auch später so aufführen wie ein Opfer und ihr Leben lang ein Opfer bleiben können, unter Umständen. Ja, wenn sie es dann selber nicht schaffen, sich aus dem Schlamassel wieder rauszuholen, aus der Unwahrheit. Jo. Ich überlege jetzt gerade, ob ich gleich hier weitermache oder ob ich später weitermache. Nö, ich mache jetzt mal weiter. Genau. Was bei mir jetzt passiert ist, nach diesem, erstmal seit dem 13.07., das sind ja immer so die Daten, ich weiß nicht, ob du das merkst, die Daten, da wühlt sich auch sowas hoch, ne? Wenn sich der Jahrestag nähert oder so, dann fängt es schon wieder heftig an, dass sich die Sachen
die einfach noch traumatisiert sind, hochquellen aus dem Körper, aus der Tiefe des Körpers, weil sie sind hier gespeichert in unserem Körper. Die Traumata sind gespeichert in unserem Körper, in unseren ganzen Zellen. Das ist ja auch die Problematik, warum viele dann ja auch krank werden oder egal welches Problem es gibt, es ist manifestiert irgendwo. Und dann aber die Wurzel des Ganzen herauszufinden, wäre sinnvoll, meiner Meinung nach. Viele Menschen sind dazu nicht bereit, habe ich festgestellt. Da kannst du dich mal fragen, ja, bist du bereit, dich deiner Wahrheit zu stellen? Es gibt drei Arten von Wahrheit, die erkläre ich an einer anderen Stelle. Ja? Es geht hier wirklich nur darum, was ist dein Anteil daran? Und jetzt in dem Fall halt, was ist mein Anteil daran, dass das Spiel so läuft, wie es läuft? Das Spiel des Lebens. Und jetzt eben in der Thematik in Bezug auf das Jugendamt und die Gerichte und die Kinder und was hier so abläuft. Ja. Bist du bereit, die Wahrheit über dich und den Zusammenhang der extremen Situation, in der du dich vielleicht befindest gerade, zu hinterfragen? Das gebe ich jetzt mal in den Raum. Und wenn die Antwort ja lautet, dann kommst du weiter. Weil erst wenn du im Inneren arbeitest, wird sich das Äußere verändern. Das ist meine Meinung. Und das glaube ich felsenfest, weil ich habe es so erlebt. Danke.